Grüßt und willkommen zum Superheldentraining. Ich will dich bewegen. Das ist meine Absicht. Hallo. Ja, ich lade dich ein zu einer kleinen sportlichen Einheit, in der wir uns gemeinsam bewegen wollen. Superheldentraining ist das, ist das Programm. Es geht darum, dass Bewegung in Kombination mit dem Geist die eigentlichen wahrhaftigen Kräfte in dir weckt. Ja, Superkräfte sind nichts Übersinnliches, nein, auch du bist dazu fähig und deswegen lade ich jetzt dich dazu ein. Erstmal, Capes sind Schwachsinn, deswegen ziehe ich das Ding aus, die stören eigentlich nur bei allen. Sieht vielleicht gut aus, wenn man ins Bild reinspringt, aber das war's dann auch schon. Gut, also sei dabei. Es gibt ein paar Überraschungen in dem Video, die kommen dann später. Erstmal starten wir mit einem kleinen Warm-up, um überhaupt ein bisschen wach zu werden und im Tag richtig anzukommen und so weiter. Dazu reiben wir die Hände. Und fangen an, uns an den Beinen unten abzuklopfen. Das Video ist jetzt nicht ganz drauf, deswegen zeige ich es auch mal so. Ihr müsst also nicht das Bein heben, ihr könnt das ruhig machen, damit ihr dabei noch auf dem Boden seid. Dasselbe machen wir mit den anderen auch. Einmal abklopfen. Bein, ganz einfach. Und nicht vergessen, aber dazu, ganz wichtig, ich wollte auch nochmal an den Beinen hoch und runter gehen, auch an den Füßen mal ein bisschen klopfen, das ist ganz gut, wenn man auch mal unter den Füßen klopft. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass da unten meine Füße sind und ich die abklopfe, so viel Fantasie habt ihr. Gut, schön Hände ausschütteln, zwischendurch mal nochmal reiben, denn auch der Bauch will noch abgeklopft werden. Schön locker lassen dabei, das so richtig schön durchschwabbeln. Oberkörper, aber ihr könnt auch mal die Fäuste nehmen hier und den Sound machen. Und dann fangen wir mit dem Arm an, oben und unten, an allen Seiten, andere Seite, jetzt noch mal so ein bisschen den Nacken massieren, das ist auch immer wunderschön. Vielleicht wollt ihr euch auch noch mal am unteren Rücken so ein bisschen reiben, das ist, da kommt man ja gut dran. Dass wir auch diese Stelle des Körpers wertschätzen, sagen, jo, du bist auch da. Einfach das Gesicht so ein bisschen durchlängen. Oh. Wunderprächtig. Vielleicht wollt ihr noch mal so Krallen machen, das ist total schön, wenn man sich dann mal den Kopf oben massiert. Einmal ausschütteln und jetzt spürst du vielleicht schon, dass du einen Körper hast. Und genau darum geht es nämlich, diesen Körper so ein bisschen noch weiter zu aktivieren. Wir machen jetzt das kürzeste Warm-up der Welt, also wir sind immer noch im Aufwärmmodus drin. Bevor ich dann die großen Geheimnisse verrate, Körper und Geist miteinander verknüpfen und so weiter, noch einmal Superkräfte haben. Gut, kürzestes Warm-up der Welt, wir fangen mal an mit der Zahl 6, relativ einfach. Wir brauchen den rechten Arm. Einmal nach oben in die Höhe, danach kommt der linke Arm, danach das rechte Bein, danach das linke Bein. Wir zählen runter von 6 und werden einfach mal alle Körperteile 6 mal in verschiedene Richtungen richten. Das geht also quasi so. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt gehen wir immer weiter runter. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bitte schnell mitmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 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 1. So. Okay, Körper etwas fitter. Das war es auch schon fast mit dem Warm-up. Nur noch eine Kleinigkeit hinterher. Ich weiß gar nicht, warum Jonglier-Workshops, Jonglage-Workshops immer so lange dauern. Ping, das Handy brauchen wir übrigens auch gleich, wird gleich noch wichtig, deswegen war das eine kleine Erinnerung. Gut, aber gleich erst. Also ich brauche meins. Wir machen weiter, munter und fröhlich mit dem Warmwerden. Jonglieren mit 6 Bällen, bei mir geht das viel schneller. Das heißt, ihr lernt jetzt jonglieren mit 6 Bällen innerhalb ganz kurzer Zeit. Deswegen fangen wir auch direkt mit 3 an. Holt euch mal die 3 Bälle aus dem unsichtbaren Buzzer, den ihr vor euch habt.
So, das ist eine Röhre, ne? Das habt ihr gesehen, ne? Gut, drei Bälle rausgeholt. Und wir jonglieren einfach mal drauf los. Einfach hochwerfen und dann geht's los und ihr werdet feststellen, ihr könnt das schon. So, probiert's mal aus, ob das bei euch genauso gut funktioniert. Ihr seht die Bälle wahrscheinlich fliegen. Sehr schön. Fantasie ist nämlich ganz wichtig im Leben und beflügelt dich auch zu allen Dingen. Ganz wichtiges Ding bei den Superhelden. Okay, läuft, 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 läuft. Und einmal einsammeln. Wunderbar. Die Tricks machen wir erst am vierten Ball, sonst lohnt sich das gar nicht. Okay, ein bisschen Herausforderung muss sein. Vier Bälle. Holt euch einen weiteren aus eurem unsichtbaren Buzzer, den ihr direkt vor euch habt. So, wunderbar. Vier Bälle. Auf geht's. Und tapp. Vier ist schon mal ein bisschen was anderes. Kann man auch schon mal ein paar Tricks ausprobieren. Jetzt lohnt sich's auch mal eine Pirouette ausprobieren. Also eine Pirouette ist eine Drehung. Wir probieren das mal. Einmal hochschmeißen, dann ganz schnell drehen. Boah, manchmal muss man ein bisschen ausgleichen. Aber ihr schafft das bestimmt. Okay. Wir können auch mal versuchen unter Bein durch. Okay, klappt, klappt, klappt. Okay, mal hinterm Rücken zum Beispiel. An der Seite. Sehr gut. Okay, super. Alle einsammeln. So, wir wollen ja zu sechs Bällen kommen. Ich nehme mir neue dafür. Okay, fünf. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind beim Flashen angekommen. Wir legen die hintereinander auf den Arm. Muss man balancieren dabei. Und dann werfen die alle gleichzeitig hoch. Und dann kommen die nacheinander wieder runter. Wir können sie direkt ins Jonglagemuster einbauen. Bereit? Noch einmal durchatmen. Ihr merkt schon, wenn wir so ein Tempo vorangehen, dann kommt man schon ein bisschen in den Atmung rein. Ist gut. Merkt man auf einmal, boah, krass, wir haben eine Lunge, wir atmen. Okay, und hochschmeißen. Hopp. Laber ich schon nicht mehr so viel. Fünf ist schon noch was anderes. Okay. Okay. Wer traut sich eine Pirouette? Probiert's mal aus. Hopp! Boah, super. Ist klar, läuft. Okay, und einsammeln. Muss man schon ein bisschen gucken, dass da keiner runterfällt. Gut. Und sechs Bälle. Letzte noch einen dazu. Wunderbar. Sechs Bälle. Auf die Plätze. Fertig. Los! Ha! Kein langes Gequatsche. Und guckt, ob ihr noch Tricks machen könnt mit sechs Bällen. Natürlich könnt ihr das. So, okay. In den Rücken hoch. An den Rücken hoch. Super. Sechs Bälle. Und alle wegschmeißen. Gut. Wir sind warm. Teil 1. Nachdem wir uns nun warm gemacht haben, bist du bereit für das eigentliche Superheldentraining. Es geht los mit Stufe 1. Es geht bis Stufe 4. Stufe 1 ist das Super-Durchhaltevermögen. Es geht darum, die Kunst des Ausruhens in der Aktion zu üben. Dazu brauchen wir das Handy. Wir praktizieren ein Intervalltraining. Beste Möglichkeit, um richtige Ausdauer zu trainieren. Gut. Timer immer 15 Sekunden. Da machen wir verschiedene Übungen. 2,5 Minuten lang. Eine Boxrunde geht 3 Minuten. Also die müssen noch eine halbe Minute länger durchhalten als wir. Ja, mal gucken, wie wir das gemeinsam durchziehen. Ein paar kurze Erklärungen dazu. Wir laufen auf der Stelle. Immer 15 Sekunden lang, das ist der Moment, in dem du dich einfach ausruhen darfst, durchatmen darfst und merken kannst, ach, wie entspannt das alles ist. Wenn du willst, kannst du auch ein bisschen mit den Händen so und vor und zurück gehen, so ein paar Schläge machen, immer abwechselnd. Das ist der Ausruhpart, wo du einfach entspannen darfst und einfach auf der Stelle laufen darfst. Sehr schön. Ausruhen in der Aktion. Gut, wir machen Hampelmänner, zwei verschiedene, ich zeige sie kurz. Der klassische. Und diese Variante. Also Blödsinn, so die. Genau. In der ersten Runde machen wir die ganz normalen Hampelmänner. Und in der zweiten Runde machen wir einen Wechsel. Also den und den. Sehr schön. Gut, der Rest erklärt sich vielleicht noch, weil wir auch Burpees, Crunches mit einbauen. Crunches ist wichtig, ungefähr rechter Winkel der Beine, Rücken auf dem Boden, auch den unteren Rücken ganz besonders auf dem Boden. Der bleibt auch die ganze Zeit auf dem Boden und wir gehen mit den Händen hier oben hin, rechts, einmal links, ich
schläfen, mache ich das zwischendurch dran und dann nach oben. Wenn du magst und es sich für dich besser anfühlt, dein eigenes Gefühl ist das Allerwichtigste dabei. Kannst du die Hände auch so ein bisschen so wie Krallen hier oben an den Kopf setzen. Und so immer hochgehen. Dabei immer bleibt der untere Rücken immer auf dem Boden. Gut, gibt es gleich auch nur 15 Sekunden lang. Okay, gut, so viel der Hinweise dazu. Mach dich bereit, 2,5 Minuten. Ich schnapp mir das angekündigte Handy. So, und der Timer geht los. 10 Sekunden Vorlaufzeit. Und du hörst es dann immer piepen und beim Piepen geht es dann immer wieder in den Wechsel hinein. So, kannst schon mal anfangen zu laufen. Yeah. Einfach auf der Stelle laufen. Dein Kopf ist hier nicht ganz drauf, aber so passt es nicht. Du wirst sehen, was wir machen. Wir beginnen mit Fackelmännern. 15 Sekunden lang. Und gleich kommt der Ausruf hart. Und entspannen. Einfach auf der Stelle laufen. Und wir machen die Hampelmänner im Wechsel. Und entspannen. Schön auf der Stelle laufen. Einfach ausruhen, wieder zu Atem kommen. Bevor wir gleich Liegestütze machen, mach dich bereit, und zwar ab jetzt. Schön den Rücken gerade lassen dabei. Es gibt viele Varianten von Liegestützen. Da habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ausruhen. Einfach laufen. Jetzt gleich. Als nächstes kommen die Kniebeugen dran. Schön runtergehen. Jetzt kannst du auch mal stehen bleiben und einfach hier unten machen oder ganze. Probier aus, was sich für dich gut anfühlt. Entspannt laufen. Einfach ein bisschen auslaufen lassen. Denn hiermit sind wir schon am Ende. Stufe 1 fertig. So. Weiter geht's. Vergiss nicht, ab und zu zwischendurch was zu trinken. Das ist immer gut. Immer wichtig. Ja, es geht weiter. Vielleicht noch ganz kurz zur Stufe 1. Das Intervalltraining, das kannst du natürlich so machen, wie du möchtest. Ich verlinke dir unten mal so einen Timer. Da kannst du einfach auch 30 Minuten Timer machen online. Gibt alles mögliche. Find deine Variante, ob du bei 15 Sekunden bleiben willst, bei 30 und mach so lange, wie du willst. Du kannst auch mal ein Intervalltraining über eine halbe Stunde ziehen. Mach das, das macht dich fit. Super. Genau, guckt selber, wie ihr das machen wollt nach dem Video, wie ihr damit noch unterwegs sein sollt. Am besten ist natürlich, wenn man es regelmäßig und ganz oft praktiziert. Lange Rede, kurzer Sinn. Stufe 2. Da geht es so ein bisschen um Superkraft und dass Superkraft letztendlich eine Kopfsache ist. Vielleicht habt ihr schon mal mitgekriegt, dass manche Menschen zu unglaublichen Dingen fähig sind in gewissen Situationen. Und das wollen wir trainieren. Für die nächste Übung braucht ihr einen Stuhl oder einen Hocker oder dergleichen. Wenn ihr das Bein draufstellt, sollte es ungefähr gerade sein, also dass ihr einen guten rechten Winkel habt, das ist dann ideal. Geht aber auch mit allen anderen Dingen. So, die Übung, die ich euch jetzt zeigen will, kommt aus dem Body and Mind Centering. Eine völlig verrückte Geschichte. Da geht es darum, sich so ein paar Dinge bewusst zu machen und zu merken, dass es echt einen Unterschied in der Kraft macht. Wenn ich jetzt hier hochgehe, mich hier hochdrücke auf diesen Stuhl, dann passieren zwei Dinge. Der Oberschenkelmuskel hier oben, der verkürzt sich und zieht sich zusammen und dadurch kommt er mit Anstrengung hoch. Es gibt aber auch den Muskel hier unten drunter. Der ist auch immer mit dabei beteiligt bei dieser Bewegung. Und dieser Muskel hier unten, der hintere Oberschenkelmuskel, der dehnt sich in die Länge. Der wird länger.
So, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Konzentriere dich mal ganz auf diesen Oberschenkelmuskel hier oben. Und guck mal, wie sich das anfühlt, wenn du hier hochkommst. Und jetzt? Hast du vielleicht gemerkt, okay, ist schon ein bisschen anstrengend, so hochzukommen. Konzentriere dich mal auf den Muskel hinten in deinem Oberschenkel. Und konzentriere dich ganz auf die Verlängerung des Muskels, wenn du diese Bewegung machst. Und dann gehst du mal hoch. Und wenn du es ein paar Mal ausprobierst für dich, und dazu mag ich dir jetzt gerne mal die Gelegenheit geben, du kannst ja das Video mal anhalten, das würde ich mal so tun. Versuch mal so nach oben zu gehen und zu gucken, was ist leichter und was ist schwerer. Und vielleicht stellst du ja selber einen Unterschied fest. Einfach nur alleine der Fokus, auf welchen Muskel konzentriere ich mich und wie macht es leichter, wie macht es schwerer. Eine Übung, die du wunderbar jeden Tag praktizieren kannst, jedes Mal beim Treppenlaufen, kannst du darauf gucken, okay, Verlängerung. Und was ist mit der Verkürzung? Gut, viel Spaß beim Ausprobieren. Das war schon die Stufe 2. Und weiter geht's mit Stufe 3. Ja, das super Gleichgewicht. Im Gleichgewicht bleiben ist in vielen Dingen im Leben äußerst von Vorteil. Und das kann man trainieren mit verschiedenen Übungen. Für diese Stufe habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe extra jemanden einfliegen lassen, oder vielmehr fliegt er sich gleich selber hier ein, so richtig superkräftemäßig. Es handelt sich dabei um den wunderbaren Luca, mit dem ich unter anderem das Yoga Summer Camp organisieren darf und viele ganz andere tolle Projekte auch noch machen darf. Also auch andere Jugendliche in Bewegung bringen darf mit dem Luca gemeinsam. Das ist immer schön. Link findet ihr wieder unten. Könnt ihr euch mal reinklicken, wenn ihr Bock habt, herauszufinden, was das Yoga Summer Camp denn ist. Aber jetzt halte ich mal die Klappe, denn wir wollen uns ja bewegen. Und dazu lade ich hier an diese wunderbare Stelle den Luca ein mit Superkraft. Hello! Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca, wie der wunderbare Micha schon euch erzählt hat. Und ich zeige euch heute den Superbaum. Weil Micha hat mir erzählt, ihr werdet ja jetzt zu Superhelden und Superheldinnen. Und wir fangen ganz einfach an. Und du nimmst dein Knie erstmal nach oben, probierst so gerade zu stehen, fängst vielleicht mit dem linken Knie an. Dann streckst du mal das Bein aus, guckst mal, ob du das halten kannst. Vielleicht zitterst du ein bisschen, das ist voll okay. Es gibt einen kleinen Trick, den wir im Yoga immer nutzen. Und das ist einfach tief und ruhig zu atmen. Und das kann dir als Superheld auch richtig, richtig dolle helfen. Weil wenn du mal in Gefahr bist oder sonst in einer Stresssituation oder schon alleine nur in der Schule sitzt und keinen Bock hast oder gerade über Aufgaben, wo du keinen Bock hast, einfach ruhig atmen. Dann bringst du mal das Knie ganz nah zu dir ran. Kannst vielleicht auch noch die Hand ein bisschen näher zu dir heranziehen. Und wenn du jetzt noch ein bisschen weitergehen möchtest, kannst du mal versuchen, deinen Fuß oberhalb von deinem Knie abzustellen. Und dann, wenn du das Gleichgewicht immer noch halten kannst, also es hilft total, einen Punkt zu fokussieren, jetzt am besten nicht mich, weil ich bin auch ein bisschen am Wackeln, dann fällt es schneller um, sondern irgendeinen Fixpunkt, sei es ein Farbklecks an der Wand oder ein Nagel. Und wenn du jetzt noch weitergehen kannst, kannst du auch mal versuchen, deinen Fuß hier oben in deine Leistengehege zu bringen. Dann kannst du auch mal versuchen, deine Arme weit nach außen zu strecken. Weit über dem Kopf nach oben. Dann kannst du auch mal versuchen, deine Hände zu verschränken. Das siehst du jetzt nicht so gut von hier, aber ich kann es hier mal so nach vorne zeigen. Über dem Kopf. Und jetzt kommt natürlich die schwerste Aufgabe überhaupt, die Augen zu schließen. Schau mal, wie lange du das halten kannst. Und dann ausatmen, ganz sanft wieder raus. Dann kurz einmal ausschütteln. Das ist auch ganz wichtig, als Superheld einfach alles ausschütteln zu können. Und dann ist das andere Bein dran. Erstmal das Knie wieder anheben. Kannst du hier Fuß auch wieder ausstrecken und atmen. Vielleicht merken schon einige, dass sie vielleicht auf der einen oder anderen Seite eine Lieblingsseite haben. Und dann kannst du auch hier das Knie zu deinem Brustkorb bringen. Das Umgreifen ganz, ganz nah ran. Halten, tief atmen. Und vielleicht kannst du auch mal schauen, dass deine Schultern nicht so nach vorne knacken,
Ups. Sondern so nach hinten gehen, dich wieder an den Fixpunkt erinnern, dann ist das alles viel einfacher. Und dann kannst du jetzt hier auch wieder deinen Fuß entweder oberhalb vom Knie oder, wenn das sogar für dich klappt, der Leistengegend. Dann die Arme ausstrecken, dich weit machen. Mal so richtig wie so ein großer Baum spüren. Mal erkennen, wie weit du eigentlich stehen kannst. Wer die Hände über dir verschränken. Wenn du möchtest, kannst du auch hier nochmal die Augen schließen. Und dann ausatmen. Wieder raus. Dann nochmal alles ausshaken. Und dann machen wir jetzt noch eine kleine Übung zum Schluss. Für die richtig verrückten Superhelden unter euch. Dazu kommst du nochmal in den Baum. Bringst nochmal den Fuß zu dir ran. Und dann kannst du jetzt, wenn du den linken Fuß oben hast, der rechten Hand deinen Fuß greifen und nach vorne ausstrecken. Und auch hier tief weiteratmen, halten, vielleicht einen Punkt fokussieren. Wenn es erstmal nur mit gebeugten Knie geht, ist auch okay. Wenn es erstmal nur so geht, ist auch total okay. Oder ausstrecken. Vielleicht bringst du auch schon den Fuß hinter den Kopf. Ich krieg das nicht hin. Da muss ich noch ein bisschen üben. Dann die andere Seite noch schnell. Zack, Fuß nach oben. Der rechte Fuß ist die linke Hand, sonst umgekehrt. Hier auch nach vorne hin ausstrecken. Und dann, wenn es dir reicht, kannst du wieder absenken. Und dann gebe ich weiter an den wundervollen Micha. Peng, peng. Und verschwinde wieder in den Wald. Hier, der Luca. Sehr schön. Danke, Luca. War natürlich jetzt super. Der Luca ist nämlich Yoga-Lehrer und der praktiziert jeden Tag Yoga. Und dann merkt man schon mal, okay, also da wird man schon stabiler. Training hilft tatsächlich, ist völlig verrückt. Gut, noch eine kurze Sache. Ihr habt gemerkt, es geht so ein bisschen darum, wieder Geist fokussieren und so weiter. Sich mit den Augen festhalten, sage ich immer ganz gerne. Das hilft dann total auch mit dem Körper Kontrolle zu haben. Auch mit den Augen. Ja, es gehört alles zusammen, der ganze Körper. Derwisch-Tanz, kennt ihr das? Das sind so diese Verrückten, die sich immer im Kreis drehen. Relativ einfach. Und bleibt mit, zum Beispiel mit dem linken Bein stehen, nimmt die rechte Hand und dreht sich dabei die ganze Zeit. Im Derwisch-Tanz, da machen die das manchmal ja, eine Stunde lang oder sowas. Der Fixpunkt ist hierbei auf die Hand gerichtet. Könnt ihr mal versuchen, euch einfach die ganze Zeit im Kreis zu drehen. Leicht zur Seite. Und wenn ihr dabei die ganze Zeit auf die Hand schaut, dann dreht sich zwar alles, aber den Fixpunkt auf die Hand, der hilft euch, dass euch dabei nicht richtig schwindelig wird. Stehen bleiben, trotzdem langsam und vorsichtig. Auch mal die Augen schließen. Der Drehung nachspüren. Eine wundervolle Übung, um den Fokus zu halten, im Gleichgewicht zu bleiben und nicht in Schwindel zu geraten. Gut, soweit dazu die dritte Stufe. Und die vierte und letzte kommt jetzt. Die vierte Stufe. Dient auch so ein bisschen zum Calm Down, also wieder runterkommen und erstmal wieder hier landen. Ein bisschen nachspüren, wie es euch jetzt geht nach dieser Trainingseinheit. Es handelt sich um die sogenannte Grounding-Position. Also so ein bisschen Erden, runterkommen. Gut. Folgendes. Ihr stellt euch hin. Füße ungefähr ja, schulterbreit auseinander. Und geht leicht in die Knie. Also ein bisschen runtergehen. So in die Hocke. Das Ziel ist es, den Rücken hinten gerade zu kriegen. Wie so ein Brett. Es ist so, als wenn ihr euch hinten an die Wand stellt. Und versucht den gesamten Rücken hinten an die Wand zu kriegen. Das geht nur, wenn ihr ein bisschen runter geht in die Knie. Ist gut, wenn ihr eine Wand habt. Guckt mal, ob ihr gerade eine zur Verfügung habt. Bei mir passt es ja jetzt gerade. Ein Türrahmen geht auch wunderbar. Da so hinzugehen, die Hocke zu gucken, wie weit muss ich in die Knie gehen, dass ich es schaffe, den ganzen gesamten Rücken an die Wand zu legen. Dabei nicht krampfhaft dran pressen, so, sondern wirklich versuchen, locker und gerade zu stehen dabei. Das ist ein bisschen eine Übungssache. Irgendwann geht es besser. Und dann, wenn man sich so von der Wand wegbewegt, trotzdem im Rücken schön gerade bleiben. Hier unten gibt es so eine Stelle am unteren Rücken. Bei den Chinesen nennen sie die manchmal das Tor des Lebens. Wenn es hier offen ist, oftmals ne, nicht so zum Beispiel so ein Entenpo, wäre fast das Gegenteil, ist hinten hier diese Stelle richtig schön zusammengestaucht, Tor des Lebens geöffnet, also nach hinten hinaus hier. Das ist so, dann sind wir beweglich und flexibel. Bei der Grounding-Position, da lernen wir auch so ein bisschen fest, sozusagen zu stehen und uns nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen.
auch zum Beispiel sich nicht so aufzuregen über anstrengende Dinge oder dergleichen, sondern einfach so ein bisschen locker zu bleiben dabei. Wenn ihr jetzt einen Partner habt, dann ist es total schön. Dann könnte man sich jetzt so hinstellen gegenüber, ein kleines bisschen Abstand und mal so ein bisschen an die Schultern schubsen und dann merkt ihr, wow, geht gut nach hinten weg. Wow, ja auch. Und ne, da könnt ihr, haltet ihr trotzdem den Stand und könnt gut ausweichen. Seid flexibel und steht aber fest. Und immer wieder grounden, schauen, bin ich hinten noch geöffnet, ist der Rücken gerade. Das kann man üben. Und da gibt es verschiedene Übungen auch zu gucken. Wie stehe ich so im Grounding? Es gibt auch Möglichkeiten, sich drin zu bewegen, mit den Füßen so ein bisschen schwingend nach vorne zu gehen und immer so beweglich zu sein. Die Grounding-Position immer mal wieder zu üben. Und jetzt lade ich dich nochmal kurz ein, dich einfach mal hinzustellen. Die Position einzunehmen. Ein paar Atemzüge in deinem Tempo zu nehmen. Mach aber euch gerne die Augen zu und spür einfach mal nach. Spür nochmal ganz bewusst auch deine Füße. Und zum Abschluss dieser Übungseinheit darfst du dir nochmal vorstellen, wie du mit einem dicken, fetten Stift einen Umriss um deinen rechten Fuß zeichnest. Einmal ringsherum gehen. Schauen, wie sich das anfühlt. Und wenn du genau reinspürst, kannst du vielleicht merken, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem rechten Fuß und dem linken Fuß. Dann kannst du dasselbe nochmal mit deinem linken Fuß tun. Schön gegroundet und locker da stehen. Schütteln hilft manchmal so ein bisschen, um locker zu bleiben da drin. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewohnt für die Oberschenkel. Kann ein bisschen anstrengend sein, das wird später weniger. Willst, machst du jetzt nochmal den zweiten Kreis um den Fuß. Und dann wieder ganz hier anzukommen, dich nochmal auszuschütteln. Alles, was sich vielleicht noch ein bisschen angespannt hat, weil das sich ungewohnt anfühlt, ein bisschen rauslassen. Ja, und dann danke ich dir und hoffe, du hattest Spaß dabei und hast dich nicht die ganze Zeit gedrückt. Kannst natürlich auch, man kann sich auch die anderen Leute angucken, wie sie sich trainieren und immer fitter werden und immer mehr sozusagen ihr Gleichgewicht behalten und immer kräftiger werden im Leben. Ja, oder man kann einfach mitmachen und das Ganze praktizieren. Ja, wenn du magst, kannst du das wiederholen. Wenn du magst, kannst du deine eigenen Dinge, die dir Spaß gemacht haben dabei, einfach ja, für dich weiter vertiefen. Ich freue mich über Rückmeldungen und eure Ideen und eure Gedanken. Lasst uns in dieser Zeit beweglich bleiben. Yeah, Grüße.